Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute mal entgegen meiner Gewohnheiten. Das Messer, das ich euch vorstellen möchte, sofort im Bild. In anderen Videos gab es ja hier und da mal Beschwerden, dass es teilweise 3, 4, 5 Minuten dauert, bis ich dann endlich mal zeige, worum es geht. Heute mal etwas anders. Ganz einfach aus dem Grund, weil es sich um eine kleine Premiere handelt. Premiere zumindest mal. Auf YouTube, soweit ich das gesehen habe, klar, das Shogun, die Modellreihe BT1701 von Bestech, ist nichts Neues. Allerdings ist das Modell C eine neue Variante des Shogun. Geliefert wie immer in der Nylon-Pouch mit Mikrofasertuch. Das Messer steckt in dem Tütchen. Silikagel gegen Feuchtigkeit ist auch noch dabei. Beinahe schon Standard, möchte man rufen, aber trotzdem schön, dass es so daherkommt. Ja, was haben wir hier? Ich zeige euch mal eben die Vorgängermodelle im Prospekt. Das bietet sich ja an, da ich das Ding da habe. Hier haben wir das Shogun, was natürlich auffällt, ist, das Bestech-Logo fehlt hier noch auf der Klinge. Nichtsdestoweniger wird schnell klar, worum es geht. Und ihr seht auch, dass sich an der grundlegenden Form erstmal nichts geändert hat. Wir haben ein Messer in der Größenkategorie von knapp unter 22 cm, 12,4 geschlossen. Wir haben 9,4 cm Klingenlänge mit einem Flachschliff. Stahl ist der CPMS 35VN, 59 bis 61 Grad Rockwell. Griff Titan, das Ganze in Frame Lock und Ballbearing und Detent sind wieder aus Keramik. Wunderbare Eigenschaften, muss man ganz klar sagen. Und das sind Zutaten, die auf jeden Fall dafür sprechen, dass wir es hier mit einem möglichen Topseller zu tun haben. Auf der anderen Seite steht natürlich immer der Einwand, dass es asiatische Messer mit Titan und S35VN mittlerweile wie Sand am Meer gibt. Allerdings, ja, da sollte man nicht außer Acht lassen, dass Bestech wirklich eine ganz herausragende Qualität abliefert. Und das ist beim Shogun, bei dem vorliegenden Modell, nicht anders. Was zuerst mal im geschlossenen Zustand auffällt, ist, dass das Messer sehr geradlinig, fast schon geometrisch daherkommt. Zudem hatte ich eine kleine Assoziation, als ich das Messer das erste Mal ausgepackt habe. Die würde ich euch ganz gerne zeigen. Ich habe da ein Bild mir gespeichert. Was mir sofort in den Kopf kam, liegt vielleicht dann auch ein bisschen an der Prägung in meiner Kindheit. Ich habe sofort an den Woody denken müssen, an die amerikanischen Oldtimer mit den Holz. Einlagen an den Türen und an der Seite. Ja, so kam mir dieses Two-Tone-Shogun hier unmittelbar nach dem Auspacken vor. Wir haben zweifarbig anodisiertes Titan, satiniert oder ja, ich würde sagen fast schon gebürstet. Auf den flachen Parts des Griffes Bronze anodisiert und die gebrochenen Kanten blau. Dazu Fräsungen, die jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirken, aber das Messer wirklich sehr abwechslungsreich und wunderschön gestalten. Die einzelnen Ebenen des Aufbaus, die Vertiefung für die Pivot hat dann wieder Ähnlichkeiten mit der Aussparung, mit dem Relief Cut für den Frame Lock. Ihr seht es schon, hier wird die Farbe noch vom eigentlichen Griffstück auf den Lockbar übertragen. Unterbrochen nur durch den Relief Cut. Wir haben Steel Insert zu erkennen an der außenliegenden Schraube. Darüber hinaus sehr, sehr clean das Ganze. Wir haben die Pivot und wir haben hinten noch eine kleine Schraube, die den Backspacer mit der Griffschale verbindet. Das passiert auf der anderen Seite über Griffschale, Clip und Backspacer. Der 3D-Clip ist noch asymmetrisch angeschliffen, das verleiht dem Ganzen noch so ein bisschen, ja, fast schon eine Kristalloptik oder die Anmutung eines Kristalls. Sehr, sehr schönes Detail. Natürlich ist er nicht sonderlich Deep Carry, also ihr habt da locker 1,5, 1,8 oder vielleicht sogar 2 cm aus der Hosentasche rausstecken. Aber ja, es kann ja nicht jedes Messer ein Deep Carry Messer sein und außerdem ist mir das alles ein bisschen zu taktisch. Deswegen ist das schon okay so. Grundsätzlich bin ich ja immer der Meinung, dass die
dass die gebogenen Titanblechclips oder die Wireclips von Spyderco die besseren Clips sind. Allerdings ist es hier sehr gut gelungen, denn hier ist nicht so viel Material. Der hat eine gewisse Flexibilität, gute Vorspannung, vielleicht sogar sehr gute Vorspannung. Und das passt soweit alles. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, ja, wir haben Winkel, wir haben Geraden. Wie ich schon sagte, das Ganze wirkt ein bisschen geometrisch und nichtsdestoweniger, jedenfalls auf mich, sehr, sehr ansprechend. Dazu das Two-Tone-Finish. Das gefällt mir. Ja, und zur Klinge, die fällt auch ein bisschen aus dem Rahmen, denn zum einen haben wir eine schöne, schlanke Drop-Point-Klinge, die aber kombiniert ist mit einem modifizierten Tanto-Schliff. Nicht der traditionelle Tanto-Schliff, wie wir es kennen. Also wir gehen ins vordere Drittel oder vielleicht sogar nur vorderen 20-25%. Wir verstärken die Spitze etc. pp., was man so kennt von Tanto-Anschliff. Nein, hier haben wir diesen wunderbar universellen Flachschliff beibehalten und wir haben nur der Schneidphase diesen kleinen Winkel verpasst, der im Grunde diesen sekundären Tipp, diese zweite Spitze, diese Tanto-Spitze auch nur andeutet. Ob sich dadurch jetzt die Schneideigenschaften verbessern, ob es besonders an dieser Stelle für ziehende Schnitte von Vorteil ist, dass hier diese kleine Kante noch vorhanden ist, das will ich nicht beurteilen. Das Messer gehört mir nicht. Das ist zum Anschauen und zum Vorstellen bei mir. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das im praktischen Nutzen tatsächlich einen Vorteil bringt. Was die Pflege angeht, wenn man es übers Leder zieht, ich habe hier hinten einen fast geraden Bereich, da kann ich ganz normal abziehen und ich mache dann einfach nicht diese Bewegung und runde diese Spitze aus, sondern ich setze dann einfach hier neu an und mache die kurze Bewegung für die vordere Hälfte oder die vorderen 45% der Klinge auf dem Leder. Und ebenso würde ich natürlich vorgehen, wenn ich auf dem DMT oder auf dem sonstigen System das Messer schleife. Ich würde das einfach nicht in einer durchgehenden Bewegung machen, sondern ich würde versuchen, ab hier dann jeweils neu anzusetzen, um ja, diese Klingenform, diesen Anschliff so ein Stück weit beibehalten zu können. Ob das gelingt, muss ich dann in der Praxis erstmal beweisen. Natürlich wird man mit dem S35 VN, wenn man sorgsam damit umgeht und ja, das Abziehen auf dem Leder nicht vernachlässigt, wird man wahrscheinlich relativ lange ohne Nachschleifen auskommen. Von daher sehe ich das Problem nicht, dass man diesen grundlegenden Anschliff da relativ schnell versaut. Und selbst beim ersten oder zweiten Mal anschleifen, denke ich mal, wird das auch noch nicht verloren gehen. Das ist dann eher so eine Sache auf lange Sicht nach ein paar Jahren. Und ja, mal ehrlich, viele von uns haben so einen Durchlauf. Wer weiß, ob die Messer überhaupt so lange bei uns sind. Ja, ansonsten alles extrem gut ausgeführt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Die Schneidphase sehr, sehr sauber, sehr präzise angesetzt. Schön symmetrisch. Das passt alles sehr gut. Na, was ist jetzt mit meinem Fokus los? Da ist er wieder. Die Linie wirkt sehr elegant, nicht übermäßig aggressiv, aber auch nicht zu weich gespült, sondern das ist tatsächlich ja jetzt Wortspiel, Messer mit Ecken und Kanten. Entschuldigung. Aber dennoch sehr, sehr viel Charakter. Gefällt mir ausgesprochen gut. Keine Rampe, kein gar nichts. Wir haben hier oben wirklich eine schöne, fließende, gerade Linie nach vorne hin, dann leicht abfallend. Wir haben ein Jimping, ja, das mehr oder weniger nur einen optischen Grund hat, denn besonders aggressiv ist es nicht. Es gibt den Daumen eine Orientierungshilfe, ohne ihn wirklich zu stoppen. Aber andererseits haben wir auch hier kein taktisches Messer vorliegen, von daher passt das schon. Die Action, ihr habt meine anderen Bestech-Videos vielleicht gesehen. Die Messer sind ganz, ganz, ganz hervorragend eingestellt. Die Keramik-Bearings und der Keramik-Detent arbeiten da wunderbar zusammen. Der Detent hält die Klinge hervorragend im Heft. Es ist kaum möglich, die rauszuschütteln. Hat man den Detent einmal überwunden, ist es fast ausgeschlossen, dass die Klinge nicht aufgeht. Ich mache es jetzt mal bewusst langsam und mit bewusst wenig Kraft. Die geht halt fast immer auf. Wenn ich wirklich den Druckpunkt suche und es möglichst schnell öffnen möchte, dann ist das Ding eine wirkliche Rakete. Natürlich bekommt man es hin,
dass sie nicht ganz öffnet. Aber das fällt bei diesem Messer tatsächlich schon schwer, weil alles sehr, sehr gut eingestellt ist. Also gar kein Thema. Ja, und dann immer das beliebte Spiel, wie saugt der Detent die Klinge ein? Er kommt spät, aber dann wie ein kleiner Magnet, ganz, ganz wunderbar. Klingenstand. Spot on, würde ich sagen. Das ist perfekte Klingenzentrierung. Die anderen waren nah dran an der Perfektion. Also hier, das ist wirklich tipptopp. Die Anodisierung des Blau, des Bronze gefällt mir ausgesprochen gut. Das Bronze ist natürlich anfällig für Fingertapsen. Wenn es ein bisschen fettig wird, kriegt es immer so einen ganz, ganz leichten lila Schimmer. Die Leute, die Bronze-Titan oder bronzeanodisiertes Titan daheim haben, die kennen das Phänomen vielleicht. Ja, dann nimmst du dann einfach so ein Standard-Mikrofasertuch, wischst einmal drüber und Probleme sind behoben. Ist ja eh kein Problem, es ist halt einfach nur, jetzt sind die Fingerabdrücke, es ist der ganz normale Gebrauch. Ja, das Bestek Knives Shogun. Es ist keins, was mich optisch sofort anspringt, wo ich sage, das ist so geil, das muss ich haben. Da ist bis jetzt mein Favorit nach wie vor das Dolphin. Das war auf den ersten und auf den zweiten Blick absolut beeindruckend. Das Shogun ist dann eher ein Messer für den zweiten Blick. Es hat eine sehr, nennen wir es mal, einen strengen Charme, eine strenge Eleganz. Und es ist wirklich ein faszinierendes, sondern ein wirklich sehr, sehr gutes Messer. Optisch muss es einem natürlich gefallen. Man kauft sich ein Messer nicht ausschließlich, weil es hervorragend gut ist, sondern es muss einen natürlich auch optisch ansprechen. Das tut es bei mir auf den zweiten Blick. Also hast du es einmal in die Hand genommen, lässt es dich auch kaum noch los. Deswegen, ja, Bestek Knives Shogun. Aktueller Preis liegt irgendwo, ich glaube, bei 219,95. Ich möchte aber nichts Falsches erzählen. Darum verweise ich mal auf die Links unten in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr das Messer finden, beim Sascha im Shop, Writing, Turning, Flipping. Schaut rein, wenn ihr Bock habt. Ich muss sagen, wieder ein Bestek-Messer, was mich wirklich beeindruckt. Also die zeigen, wie es funktioniert. Ganz, ganz toll. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ein Eisen von Bestek habe ich noch im Feuer und zwar, ja, für mich ist es das absolute Highlight. Und ich glaube, ich werde euch ein ganz klein bisschen anteasern jetzt zum Ende des Videos. Also wer durchgehalten hat, diese 12,5 Minuten, da hat sich diesen kleinen Teaser auch verdient und wir machen es so. Ich danke euch fürs Reinschauen, bewerten, kommentieren, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage, wir sehen, hören und lesen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.